Als Dreiergespann auf dem 76. Holland Festival. Beatrix der Niederlande ist zu Gast bei der Eröffnungsfeier des einmonatigen Fests in Amsterdam. Als royale Repräsentantin des niederländischen Königshauses besucht die 85-Jährige sichtlich gerne die Feierlichkeiten und das umso lieber in familiärer Begleitung. Gleich drei Generationen sieht man hier strahlen. Oma Beatrix, Schwiegertochter Prinzessin Marbel und Enkelin Saria. Nach dem Prinz Johann Friso, Sohn von Prinzessin Beatrix, 2013 an den Folgen eines Skiunfalls stirbt, ist für die heute 54-jährige Witwe Marbel der größte Halt die Familie. Nicht nur ihre beiden Töchter, sondern auch ihre Schwiegermutter. Dass die beiden Niederländerinnen eine ganz besondere Bindung zueinander haben, ist nicht zu übersehen. Das Holland Festival ist das führende internationale Festival für darstellende Künste, das jährlich im schönen Amsterdam stattfindet. Aus der ganzen Welt werden hier künstlerische Innovationen von Theater, Tanz, Musik und Film präsentiert. Dazu passend trägt Prinzessin Marbel zur Eröffnungsfeier ein künstlerisch anmutendes Outfit. Bei dem Overall fällt auf, wie ein Mix aus zwei komplett unterschiedlichen Mustern erstellt wird. Florales Design trifft auf farbige Symmetrie und lässt Marbles Look wie ein abstraktes Gemälde wirken. Da können selbst der stilvolle weiße Hosenanzug von Tochter Saria und das stilvolle schwarze gemusterte Kostüm von Prinzessin Beatrix nicht mithalten.